Ja, hallo zusammen. Die Sonne scheint und ich bin jetzt hier auf dem Olympischen Platz, sprich, ja, vorm Olympiastadion. Mal gucken, das ist jetzt halt mal so ein Testvideo. Übrigens Testvideo, ja, ich habe jetzt eine neue Kamera, habe ich ja schon ein anderes Video aufgenommen, nur da war die Kamera leider defekt, die musste ich wieder zurückschicken und jetzt habe ich halt eine neue gekauft, beziehungsweise eine neue gebrauchte und ja, bin halt am gucken, wie die so funktioniert. Das ist halt, im Gegensatz zu meiner vorigen Kamera, ist das halt der Klopper schlechthin. So viel Technik hatte meine andere Kamera nicht. Ja, wenn das jetzt hier wackelt, dann liegt das ganz einfach daran, dass die Kamera ein bisschen schwer ist und ich die halt in der Hand halte. Jedenfalls, ja, teste ich die Kamera, wie gesagt. Das ist übrigens für die, die es noch nicht gehört haben und die es interessiert, eine Panasonic Lumix FZ200. Und die ist eigentlich mega geil, die Kamera. Also die Bilder, die ich bisher gemacht habe, die sind einfach super. Und ja, ich hoffe, dass das auch alles... Ups, ich wollte eigentlich in die andere Richtung. So, ja, jetzt muss ich nochmal erzählen. Eigentlich habe ich gerade schon die ganze Geschichte erzählt, aber irgendwie habe ich wahrscheinlich den Knopf nicht richtig gedrückt. Ja, ich habe hier gerade ein total nettes Gespräch gehabt. Die ganze Zeit, als ich hier die Bilder von meinem Auto gemacht habe, ist hier ein... Elektroroller rumgefahren. Da habe ich gedacht, oh, muss ich gleich mal ansprechen. Er war kurz weg, weil er einmal um den Platz gefahren ist. Und dann kam er aber wieder und stand dann da und dann bin ich mal hingegangen, habe ihn angesprochen, meinte, oh, ein Elektroroller, wie sind Sie zufrieden? Und ja, er hat sich irgendwie vor einiger Zeit noch ein neues Auto gekauft und meinte halt, wenn er das gewusst hätte, so sinngemäß, dass der Elektroroller so geil ist, hat er sich wahrscheinlich das Auto gar nicht gekauft. Und für die Stadt braucht er nur noch den Elektroroller, den kann er einfach irgendwo hinstellen, er kommt überall durch und findet das einfach total klasse mit dem Elektroroller. Und ja, ich habe jetzt das Modell, habe ich mir nicht gemerkt, was es war. Irgendwas mit Nova, bin ich der Meinung, war es gewesen. Und ja, Entschuldigung, dass es gerade so wackelt, ich hänge hier gerade mit der Hand so ein bisschen drin. Ein total interessantes Gefährt eigentlich. Also sah wirklich sehr gut aus und Retro-Roller, schwarz mit viel Chrom dran. Und ja, so macht eigentlich Elektromobilität Spaß. Wenn man sieht, dass sogar ältere Herren, also er war schon in die 70, ich klappe hier gerade mal Stativ auf, wenn es jetzt gerade Krach macht, sorry. Upsa, jetzt muss ich mal kurz gucken, dass ich das hier einigermaßen hinkriege. Dafür haben wir so ein biegbares ganzes Teil hier. Nehmen wir jetzt mal ein Stück lose. Wir hoffen, dass es noch weiter nach hinten geht. Nee, geht's nicht. Aber gut, ist egal. Ja, jedenfalls war das ein total nettes Gespräch. Gehen wir mal ein Stück weiter weg. Und er war total begeistert von diesem Elektroroller, von der Elektromobilität, also mit dem Ding zu fahren. Und er meinte, er braucht ungefähr 3 Kilowattstunden für 100 Kilometer. Ist eigentlich ein guter Wert. Also er zahlt so rund 1 Euro auf 100 Kilometer. Und das kann sich schon mal sehen lassen. So. Ja, und vor allem der Roller ist wirklich, wenn man sich den so anguckt, retromäßig für mich viel zu klein. Also ich würde da nicht aufpassen, aber der Roller ist an solches schon mal... Richtig klasse Gerät.